Mind Control. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Gary und heute wollen wir uns mal um... Muss ja nicht sein, oder? So, heute wollen wir uns mal etwas ansehen, was wahrscheinlich die wenigsten benutzen, obwohl man damit aber ganz gute Sachen machen kann und sich das Leben am Amiga etwas erleichtern. Und zwar das ist Menü Tools. Das werden, glaube ich, wenige benutzen. Und ich zeige heute euch mal, ja, was man damit so machen kann, ja, wie man damit Programme starten kann. Ja, und dazu gehen wir dann auf meinen Amiga 2000. Ja, dort werde ich euch das zeigen. Das zeige ich euch mal mit einem einzigen Programm, wie man so etwas dort ins Menü einbaut, damit wir starten können. Und danach zeige ich euch, was ich mir selber so gebaut habe. Und ja, da sind halt ein paar Tricks dabei, ja, dass da ein bisschen mehr Ordnung herrscht und auf was ich so noch drauf gekommen bin. Also, es geht mal zum Amiga. Wir sind jetzt noch auf meinen Amiga 2000 und gehen, ja, tut zum das hier, das finden wir in der WB Startup, ja, und zwar das, ja, Magic, jetzt hätte ich gleich Magic Menü gesagt, Menü Tools, und um das zu ändern, ja, brauchen wir ganz einfach nur einen Texteditor. Ja, und so, ich mache den mal größer, dass wir das auch schön sehen. Und dazu brauchen wir das Ganze nur hier laden. Und hier sehen wir auch schon die Befehlsstruktur. Ja, also das sind genau die hier, wo da steht Menü End Name. Ja, also genau um das geht es hier. Und wir wollen jetzt hier mal Programm starten. Das wollen wir hier einbauen. Was nehmen wir Schönes? Nehmen wir Go ADF halt als Beispiel. Ja. Und da könnt ihr schon mal Folgendes machen, damit ihr euch hier, ich ziehe das ein bisschen hier so rauf, hört dem Nachbarn seinen Hund, Eingabe hier spart, geht er mal ganz einfach her, markiert das hier, ja, sagt hier einfach kopieren, ja, dann drücken wir hier einfach mal Return, dass wir etwas Platz haben und sagen wieder einfügen. Ja. Bevor ihr das generell macht, Leute, kleiner Tipp, ja, das habe ich jetzt vergessen, ja, kopiert euch das hier sicherheitshalber auch noch auf eine andere Stelle. Also macht euch eine Kopie davon für den Fall, dass alle Stricke reißen. Ja, das wäre ganz gut. Das habe ich hier auch gemacht. Das liegt hier. Ja, das ist das. Da gibt es nämlich noch ein zweites. Ja, und das ist eigentlich das, was ich schon gebaut habe. Das zeige ich euch aber danach. Prinzipiell muss man sagen, kann nichts schief gehen. Warum? Weil das Einzige, was euch passieren könnte, ihr könntet eine Fehlermeldung bekommen, wenn das System hochfährt und hier ist irgendwo ein Fehler. Aber das System fährt wegen denen auch hoch. Ja? Also es hat keine Auswirkungen, Leute. Kann euch versichern, dass so ist. Ratet mal, warum. So, dann müssen wir hier jetzt das ändern und geben ein Go. Opala, so Go. ADF. Ja? Und hier ändern wir den Namen. Das ist dann der Name, der im Menü erscheint. Und jetzt müssen wir hier den Pfad angeben. Ja, und das wäre in dem Fall Work, Doppelpunkt, schon wieder eine E-Mail, Tools, ja, / Go ADF und nochmal / Go ADF. So, das wäre im Prinzip die ganze Hexerei. Ja, ihr seht, wir haben den Pfad angegeben, ja, also Work, ja, das, auf das liegt das bei mir, dann Tools, ja, da halt den Namen des Ordners und zum Schluss, ja, der heißt halt auch Go ADF, zum Schluss halt nochmal das Programm selbst.
Und wenn wir alles richtig gepackt haben, dann sollte das jetzt funktionieren. Und dazu starte ich den Amiga. Hoppala, ganz ist es natürlich noch nicht. Wir müssen das Ganze natürlich speichern. So, und jetzt starten wir den Amiga neu. Das ist halt leider das Blöde, dass wir ihn immer neu starten müssen. Aber das geht halt nicht anders. Zumindest draufklicken, das habe ich auch schon versucht, ja, das Ganze nochmal anzuklicken, das anscheinend bringt es nicht ganz. Also man kommt um einen Neustart halt nicht rum. Gleich hat das geschafft. Aber wir warten noch, bis das Bild da ist. So, und jetzt haben wir hier GoADF. Ihr seht, das hat sich hier eingefügt. Und in dem Moment, wo ich das anklicke, wird das Programm auch schon gestartet. Und das kann man im Prinzip ja mit mehreren Programmen machen. Ja, also Programme oder Dinge, die man halt sehr oft braucht, die sind hier auch ganz gut aufgehoben. Ja, bei dem Ganzen. So, hoppala, so. Ja, also seht, funktioniert wunderbar. Und jetzt mache ich hier einen Schnitt und tausche ja, das Magic Tools hier aus und dann zeige ich euch, was ich so gebaut habe. Also bis gleich. Ich habe jetzt den Amiga neu gestartet und habe das ausgetauscht ja, gegen das, was ich eigentlich gebaut habe. Und wir sehen mal, da sehen wir es uns hier oben an, ja, das Ganze an. Ja, ihr seht, hier habe ich Programme, ja, hier habe ich eine Trennlinie, ja, hier habe ich den iBrowser, hier FTP-Client ja, und hier kann ich den Amiga online und offline schalten, was natürlich eine super Sache ist, weil ihr wisst ja, der WHD-Loader, der mag das nicht, wenn da ein Netzwerk läuft. Ja, und wie ich das gebaut habe, wie man die Trennlinie und so da reinkriegt, das zeige ich euch jetzt natürlich sehr wohl. Ja, dazu starten wir wieder unseren Texteditor. Ein bisschen größer machen hier, damit wir was sehen. So, ja, ich habe jetzt nur hier eine Tastenkombination gedrückt, ja, nicht, dass ihr denkt, ich, da geht das Video nicht richtig und genau so sieht es aus, ja, also wenn ihr hier herum guckt, ja, wo jetzt der Mauszeiger ist, ja, so habe ich das gebaut. Ja, hier herum im ersten Block ja, haben wir Programme, die wir starten und hier, ja, ich markiere es mal, ist die Trennlinie. Und zwar braucht ihr da nur hergehen, die obere Zeile hier kopieren und fügt die dort ein, wo ihr die Trennlinie haben wollt. Ihr müsst aber dann den Namen ein bisschen ändern. Ja, ich bin halt hier einfach hergegangen und habe hier ja, statt 1 die 2 geschrieben und damit haben wir auch schon die Trennlinie. Ja, und damit ist das ein bisschen schöner strukturiert. Es gab aber auch ein kleines Problem, und zwar hier, weil normalerweise hier ist ein Bindestrich und das hat er aber nicht gewollt. Ja, da hat er mir immer eine Fehlermeldung rausgeschmissen und ich glaube, dass es in diesem vorherigen Teil hier gelegen ist, aber ich bin natürlich gleich hergegangen und habe mir gedacht, ich mache da gar keine langen Geschichten. Ja, und habe das Ganze hier gleich komplett umbenannt. Ja, also ihr seht, da sind jetzt keine Bindestriche mehr drin. Ja, die habe ich einfach rausgenommen, weil sie keine Rolle spielt. Und damit läuft das jetzt auch. Und das finde ich schon mal ganz praktisch, das Ganze. Man muss natürlich fairerweise sagen, es ersetzt natürlich keinen Programmstarter, weil es hat keinen Sinn, ja, da endlos viele Programme einzugeben. Weil das wird nur ein urlanges Menü, wo man im Endeffekt wieder sucht. Aber zumindest die Dinge, die man häufiger braucht, sich hier rein zu legen, das ist keine schlechte Idee. Muss aber auch dazu sagen, es ist mir noch nicht gelungen, jedes Programm zu starten. Zum Beispiel eines ist der Packmaster hier. Der sieht normalerweise ja so aus, wenn man ihn startet. Sollte er nicht, ne? Aber er macht es halt dann genauso. Also ich kriege immer diese Ding hier raus. Ne? Das sollte normalerweise ja, ganz anders aussehen. Da habe ich wahrscheinlich irgendwas jetzt verändert, was nicht hinhaut.
Ja, so, wird es wahrscheinlich besser passen, ne? Soll nun mal so aussehen. Aber er macht mir halt immer genau diese, wie soll ich sagen, ja, das, was er als erstes gesehen hat. Das habe ich noch nicht hingebracht, aber gut, das soll mich jetzt nicht stören. Obwohl, den Backmaster hätte ich schon gerne drin gehabt. Vielleicht weiß irgendjemand, wie man das in den Griff kriegt. Aber sonst eigentlich, was ich so alles versucht habe, ja, das funktioniert eigentlich wunderbar. Wie gesagt, ich kann es nochmals wiederholen, es ersetzt keinen Programmstarter, aber Dinge, ja, die wir, wenn wir wollen das nicht speichern, immer wieder mal schnell brauchen können, ja, die sind natürlich schon super. Ja, auch das Online- und Offline-Gehen finde ich relativ wunderbar. Und weil, ja, du benutzt halt ein WHD Loader, ja, und musst immer das Netzwerk ausschalten, ja, und wenn du das Spiel beendest, willst du vielleicht wieder online gehen, da ist es natürlich nicht schlecht, ja, wenn wir wieder, ja, das Ganze online schalten können hier. Finde ich also auf jeden Fall eine super Sache. Ja, und ihr seht, die Programme starten auch alle wunderbar. Da gibt es überhaupt nichts. Ja. Und kann sich mal der eine oder andere überlegen, ja, was sie vielleicht auch nicht ein paar Sachen, die er gerne immer hätte, reinlegt. Ja, übrigens muss ich auch noch dazu sagen, das habe ich nämlich vergessen, ich habe schon mal in einem anderen Video gesagt, gerade das Online- und Offline-Gehen, das wird euch nämlich wahrscheinlich so nicht funktionieren. Dazu müsst ihr nämlich eine kleine Erinnerung machen bei beiden hier. Ich zeige euch das mal. Und zwar müsst ihr auf Info gehen. Ja, und das Ganze muss so aussehen. Ja, hier auf Workbench stellen und hier ausführbar und Skript. Ja, damit das funktioniert. Denn ansonsten, wenn ihr das ansprecht, das ist nämlich nicht so eingestellt, funktioniert da gar nichts. Ja, da kann das nur über einen anderen Skript aufgerufen werden. Oder man tragt es in das Icon eines Spieles ein. Das geht's auch. Ja, das könnte man auch machen. Das habe ich aber hier nicht gemacht. Wie gesagt, seht euch das genau an, wie das eingestellt ist. Ja, und dann wird das auch funktionieren. Das müsst ihr bei beiden hier tun. Das hier, ja, damit geht der Amiga online. Das ist es sowieso. Also wenn man einschaltet, wenn man Retro installiert hat, ja, und damit geht er offline. Ja, jeder auch alles drin ist, was ihr stoppen müsst. Vergesst das bitte nicht. Ja. Habt ihr AREX laufen, ja, oder sonst irgendetwas? USB oder so, das muss alles gestoppt werden. Ja, sonst funktioniert der WHD-Loader nicht. Naja, dann sind wir mit diesem kleinen Video eigentlich schon am Ende. Und ich werde das Ganze natürlich auch noch auf meinen Amiga 4000 übertragen. Und damit hoffe ich euch, mein kleines Video hat euch gefallen. Das waren ein paar Info fürs euch dabei, zumindest für die, die sich damit noch nie beschäftigt haben, sicher. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag.